Jedes Auto hat ein einzigartiges Kennzeichen, ausgestellt vom zuständigen Landkreis, ob Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Deggendorf oder Rottal-Inn. Verkehrsminister Peter Ramsauer will den Städten und Gemeinden nun mehr Freiheit geben bei der Wahl ihres Kennzeichens. Was meinen die Bürger? Ja, ich finde es eigentlich ganz okay, weil das zeigt ja, dass man dann für seine Heimat dementsprechend auch was über hat. Von dem her gesehen würde ich das schon befürworten. Wir haben ein Passauer Land, wir haben ein ganz normales PA, also bei uns bleibt das jetzt eigentlich ganz egal. Ich finde das als nicht geschickt. Ich meine, meine Heimattreue kann ich anderweitig ausdrücken. Persönlich muss ich sagen, mir ist egal. Ich weiß nicht, wie das Behörden sehen, das für Behörden dann einfacher wird oder schwieriger wird. Aber mir persönlich ist es egal. Es ist vielleicht ein bisschen arg viel, wenn jede Gemeinde sein eigenes Kennzeichen hat, aber ansonsten wird zum Beispiel bei den Landkreisen Freyung-Grafenau, da können ja die einen auf Grafenau haben und die anderen Freyung. Da denke ich mal, ist eine größere Stadt, da geht das, aber jetzt Dorf finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, wenn möchte, das alte Kennzeichen wieder, wenn das wieder kommt. Wäre vielleicht besser, wenn man sich nicht um so Klagraum kümmern hätte. Weil wenn ich heutzutage die Spritpreise anschaue, was ich zahlen muss, wenn ich, egal ob Diesel oder sonst irgendwas, oder das blöde E10, das nach wie vor in der Kritik steht, vielleicht sollte man endlich mal Nägel mit Köpfen machen.